Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Maker. Im letzten Part haben wir ja mit den Event-Leveln angefangen in umgekehrter Reihenfolge. Und wir gehen einfach mal zum nächsten. Starfy, Prinz von Pufftop Palace. In seinem fliegenden Himmelsschloss entdeckt Starfy einen mysteriösen Aufzug, der ihn in die wundersame Welt von Super Mario Maker befördert. Das macht mir Angst, sagt er. Ich will nach Hause. Wirst du ihn vor den aquatischen Gefahren beschützen und sicher ans Ziel bringen können? Gucken wir mal. Gucken wir mal, ob wir es können. Auf jeden Fall, willkommen zurück. Okay. Oh, wie süß. Okay. Starfy. Bekannt aus der Sega-Gene-Ära, oder? Wenn ich mir jetzt nicht, oder? Gibt's hier irgendwas? Nee? Okay. Oh. Guck mal, wie schön er schwimmen kann. Oh, hat bestimmt sein Seepferdchen gemacht. Ducken. Irgendwie putzig. Ja, wenn ihr wisst, aus welchem Spiel das ist, schreibt es mir in die Kommis. Ui. Okay, Doki. Ja. Ah, ja, ja. Wo kommt Mario auf einmal her? Oh mein Gott, Mario hat sich verwandelt. Okay. Aber ich bin aber bestimmt Nachschub. Fein. Boom. Der macht Eis kaputt. Und zack. Ich will mich doch nicht erwischen lassen. Okay. Blub, 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 blub. Ich höre nur blub, 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 blub. Ja. Okay. Ja. Da kommen auch jede Menge Gummis raus. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Und zack. Ja, da bin ich gut raus. Cool. Weiter geht's. Yu-Ayasakis großes Abenteuer. Hallo, ich bin Yu-Ayasaki, der nächste Star unter den Sprecherinnen. Bisher habe ich nur in Japan gearbeitet und dort eine Radiosendung im Nintendo 3DS-Spiel Daigatsu Band Bros. P moderiert. Aber jetzt sieht mich die ganze Welt als Kostüm für Mario. Ich habe noch einen weiten Weg vor mir, aber ich probiere gern alles aus. Okay. So wollen wir dich nicht daran hindern, Yu-Ayasaki. Eier im Saki? Okay. Das ist sie. Wie sowas Japanisches, ja? Sagt mir gar nichts. Weder der 3DS-Titel sagt mir was, noch... Oh, das will ich aber haben. Nein. Ich habe Yu-Ayasaki verloren. Warum muss ich jedes Mal lachen, wenn ich das sage? Okay, alles klar. Nein, ist ja gut. Hier komme ich nicht weiter. Spawn Reset. Warum auch immer. Herzlich willkommen, Ayasaki. Lassen wir sie mal schwimmen, die Kleine. Oh, eine Klauskutsche.
Achso. Nicht aussteigen. Okay. Ja, Schlüsselchen haben wir. Mhm. Dann kann es ja weitergehen. Jupp. Zack. Schön, schön. Oi. Zack. Wechseln wir mal. Wow. Y gedrückt halten, dann kann man diesen mega Feuerstoß machen. Geht noch krasser. Jawohl. Mann, die hat's ja voll drauf, die Jo. Okay. Den Schlüssel brauchen wir wieder. Tschüss, Jo. Mario ist mir doch sympathischer. Und zack. Kriegen wir da oben eine neue Jo-Eier-Sagi. Ja. Die ist komisch. Ui. Okay. Sprungdinger machen so viel Sinn unter Wasser. Das könnte New York heißen. Oder nie? Wurscht. Ab durch die Mitte. Okay. Okay, weiter geht's. War jetzt auch nicht so aufregend. Toadette Treasure Tracker. Okay. Wie gesagt, ich habe die selber alles schon mal durchgespielt. Aber noch nicht mit euch. Also, goldene Regel. Nicht springen. Denn Captain Toad und Toadette können nicht springen. Gehen wir mal hier rein. Das war richtig. Sehr gut. Jupp. Alles klar. Nein. Jetzt können wir wieder springen. Jetzt sind wir Mario. Okay, den müssen wir das kaputt machen lassen. Uns fehlt aber noch ein Coin. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Okay. Gehen wir mal hier rein. Ja, das war irgendwie wichtig. Na komm schon. Jetzt haben wir den Schlüssel. The Key. Hup. Nein, ich bin noch eine Pfeife. Zack. Gut. Und rein da. Gut, ich hätte es gerne mit Toadette abgeschlossen. Egal. Da-da-da. Haben wir das auch geschafft. Na. Weiter geht's. Twilight Princess HD. Sehr cooles Game. Wir sind Link. Tada! Jupp. Alles klar. Das war nicht richtig. Obwohl, dieser Link
kann eigentlich auch nicht springen, ne? Das muss man einfach mal erwähnen. Normalerweise. Aber nun ja. Wolfling und Mittner. Alles klar. Na komm schon. Mach Putti. Sehr gut. Ja, gibst du mir. So, hol mal aus. Okay. Sehr schön. Den brauchen wir, glaube ich, gar nicht besiegen. Tschüss. Hat sich das auch erledigt? Sehr nice. Okay, dann können wir mal wieder zurück. Das wollen wir ja nicht. Okay, wir zocken als Mario. Wow. Okay. Dann geht's also ab dem Checkpoint weiter. Ihr seid euch hier aber auch knickrig mit den Items. Sache. Und zack. Und zack. Guti. Gibt's hier was? Ja. Einmal Link. Cool. Und einmal mit nach Wolfling. Ach du wieder. Den muss ich jetzt besiegen, okay? Geschafft. Oh, was wird uns noch erwarten? Der Level ist ziemlich groß für ein Event-Level. Einmal nach oben bitte. Okay. Hat die Richtung vorgegeben. Nehmen wir den Schuh mit. Wer weiß, wozu. Im Endeffekt wollte ich ganz gerne den Schuh haben. Irgendwie nach unten kommen. Boah, ich wollte gerade sagen, am besten ohne zu sterben. Ach ja, zum Glück gibt es ausreichend Checkpoints. Das sieht doch verdächtig aus. Da kriege ich doch was. Na. Bleibt übersehen. Kann man mal sehen. Ja. Hier ist noch einer. Was wir alles übersehen? Ach Mensch. Ja komm, cash mich. Arg! Jupp. Wir könnten ja versuchen, diesen Schuh hier mitzunehmen. Ja. Lässig. Und tschüss. Okay. Schauen, wo hier das Ende ist. Eieiei. Okay, ab in die Röhre.
Ach, das Ende ist nah. Schön. Damit haben wir das auch im Kasten. Okidoki. Die Ending. Twilight Princess. Machikos Mittagspause. Na, gucken wir mal. Nein, ich hab's nicht vorgelesen. Ist nicht so schlimm. Sorry, Leute. Ich habe auch Wolfling nicht vorgelesen. Aha. Okay. Machen wir das Beste draus. Ich hol's noch nach. Versprochen. Im Anschluss dieses Levels. Ja, da bin ich schmerzfrei. Okay. Soja? Ah ja, du kannst auch klettern. Okay. Gut, worum es bei Twilight Princess geht, das wissen wir ja alle, denke ich mal. Zip. Ha? Müssen wir uns ein bisschen beeilen? Ja. Gepackt. Ich glaube auch nicht, dass das hier so der mega schwere Burner war. Was haben die Japaner noch? Kenn ich übrigens auch nicht. Weg mit euch, ihr euren Hammerbrüder. Kriegen wir nicht weg, die Stinkies. Ah, hier müssen wir aufladen, alles klar. So funktioniert das, liebe Freunde. So, hier erstmal irgendwie durch dieses... Okay, das haben wir nicht geschafft. Ich glaube, oben drüber wäre auch gegangen. Na, bleib hier. Maschi. Wusch. Jo. Alles klar. Verstehe. Ich würde ihn gerne verlieren. Komm schon. Sehr gut. Das war fies. Ganz tolles Kino. Okay, das machen wir direkt nochmal. Hey, der Level hat's doch ein bisschen in sich. Manchi. Nichts, was wir nicht hinkriegen würden, liebe Freunde, oder? Ui, ja. Ja. Ich hasse die Clownskutsche. Ich sag, wie es ist. Ich mag sie nicht. Und ich mag diesen Level ja auch nicht. Wupp. Komm. Manchi. Okay. Müssen wir uns ein bisschen konzentrieren. Ja. Ich glaube, Ottenland wäre schlauer. Okay, cool. Weg mit euch.
diese blöden Stacheln, ja? Müssen wir irgendwie nach oben? Verstehe. Das hatten wir vorhin schon. Einfach hier oben nach der... Mensch, Mario! Ach, Käse! Er wollte nicht aussteigen. Ja, ja, ist ja gut jetzt. Das wird doch zu packen sein, Mensch. Oh. Ach komm, tschö. Okay, ich habe einfach keinen Bock mehr auf diesen Level. Alles klar, liebe Freunde. Der Part ist auch schon wieder vorbei. Gut. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei den Event-Leveln. Bis zum nächsten Mal. Ciao.